Wismühlen im Sommer 2015. Es ist schönes Wetter und die meisten Schulkinder vergnügen sich bei Sport und Spiel im Freien. Doch im Kinder- und Jugendfilmstudio sitzt eine Aufnahmegruppe an einem Filmprojekt zur Geschichte. Ihr Thema ist der Untergang des Schiffes Capacona, wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Muss das heute noch sein? Die Geschichte ist doch schon über 70 Jahre her. Die Meinungen gehen hin und her. Dann der Entschluss. Das Thema ist auch heute noch aktuell. Wir machen das. Doch unsere Nachforschungen müssen früher beginnen. Was geschah vor dem Untergang des Schiffes in den letzten Kriegstagen? Lara, Janne und Leonard fahren zur Gedenkstätte Wöppelin, eine Außenstelle des Konzentrationslagers Neuengamme bei Hamburg. Hier erfahren sie mehr über das Schicksal der eingesperrten Menschen. Das Konzentrationslager Wöbelin war das zuletzt eingerichtete Außenlager des KZ Neuengamme. Ab Mitte April wurde dieses unfertige Lager zum Auffanglager für insgesamt 5 Transporte. Die meisten Transporte kamen aus Außenlagern des KZ Neuengamme. Der erste Zug aus Schandelar traf am 13. April ein, musste jedoch erst 2 Tage auf diesem Anschlussgleis stehen, bevor am Sonntag, dem 15. April, dann die Entscheidung fiel, dass das neue Lager zum Auffanglager für die Evakuierungstransporte wird. Es kamen dann zwischen dem 15. und 26. April insgesamt 5 Transporte mit mehr als 4000 Menschen an. Das war die Katastrophe, weil die Bedingungen katastrophal waren. Eine kleine Wasserpumpe, eine kleine Latrine und das Essen reichte nicht für so viele Häftlinge. Viele der KZ-Häftlinge, die eintrafen, waren tagelang in Zügen unterwegs, ohne Essen, ohne Trinken, so dass viele von ihnen sehr krank waren bzw. auch schon im Koma lagen. Am Ende waren es 5000 Häftlinge. Jeder fünfte ist gestorben. Die meisten Häftlinge sind im Lager Wöbelin verhungert. Es gab hier keine Gaskammern, keine Erschießungskommando, aber es waren die katastrophalen Bedingungen und der Hunger, Krankheiten, die zum Tode führten. Nach heutigem Kenntnisstand wissen wir, dass es insgesamt 1040 Menschen waren, die zu Tode gekommen sind. Ende April erreichten die Amerikaner die Elbe, die Rote Armee Berlin. Und am 1. Mai sind die KZ-Häftlinge noch in einen Zug getrieben worden, der auf dem Anschlussgleis stand. Dieser Zug ist jedoch nicht mehr abgefahren, weil die Lokomotive defekt war. Viele Häftlinge vermuten oder es ist heute auch in der Diskussion, ob dieser Zug, wie die Häftlinge aus Neuengamme, auch Richtung Norden zur Ostsee gebracht werden sollte. Wir wissen, dass ja auf der Kap Arkona die KZ-Häftlinge aus Neuengamme dann auch zu Tode gekommen sind. Am ehemaligen Lagergelände erinnert heute ein Gedenkplatz an den Ort, wo sich damals das Lagergelände befunden hat. Er ist 2005, 2006 von der Mecklenburger Künstlerin Dörte Michaelis geschaffen worden für die Opfer des Konzentrationslagers. Es gibt auf diesem Gedenkplatz gestaltete Klinker und Namensteine. Insgesamt 805 Steine mit Namen der Opfer, die zwischen dem 17. Februar und auch nach der Befreiung bis zum August 1945 gestorben sind. Und 43 Steine tragen nur Nummern, weil die Toten nicht identifiziert worden sind. Und ich sagte vorher schon, dass viele sehr krank waren, als sie im Lager eintrafen, weil sie tagelang in den Transporten, in den Zügen unterwegs waren. Und viele so krank waren, dass sie auch ihren Namen nicht mehr nennen konnten. Für mich ist das alles sehr schwer vorstellbar, wie das früher in diesen KZs zuging. Gab es denn früher in dem KZ Wöbelin auch Kinder in meinem Alter? Ja, das Besondere ist, dass in der nationalsozialistischen Diktatur auch Kinder in den Konzentrationslagern eingesperrt wurden. Und wir haben auch vor wenigen Jahren erst erfahren, dass der jüngste Häftling sogar erst 9 Jahre alt war. Hier ist zum Beispiel auch ein Foto und ein Zitat von Salomon Bierenbaum. Er war bei der Befreiung 16 Jahre alt.
Können Sie auch etwas zum Alltag der Häftlinge und vor allem auch von den Kindern und Jugendlichen erzählen? Es sind tatsächlich die letzten Wochen und Tage des Nationalsozialismus gewesen. Wir befinden uns am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Tragik ist, dass hier Chaos herrschte. Wir müssen davon ausgehen, dass in den letzten Tagen 20 bis 80 Menschen jeden Tag umgekommen sind. Gerade Peter Havasch, dieser jüngste Häftling, hat mir gesagt, dass, wenn er sich an Wörbelin erinnert, er war hier nur 7 Tage, er sich nur an Leichen erinnert. Ich habe ja schon von vielen Geschichten gehört, dass Hunger ein großes Problem in vielen KZs war. Wie war das denn hier in Wörbelin? Wir hatten in den ersten 6 Wochen 500 bis 600 Häftlinge, die natürlich auch versorgt worden sind. Es gab eine Küche, es wurden Kartoffeln gekocht, Brot, Rüben, keine Fette, die waren nicht mehr vorhanden. Als dann aber am 15. April an einem Tag 2500 KZ-Häftlinge von 3 Transporten eintrafen, hat dieses Essen natürlich nicht gereicht. Und was auch extrem war, es hat in diesem Lager eigentlich für die Häftlinge keinen Gegenstand gegeben. Wer also aus dem Ausgangslager keinen Teller, kein Kochgeschirr mit hatte, der hatte kein Gefäß, um diese Suppe zu bekommen. Dann müssen wir davon ausgehen, dass viele schon sehr krank waren, also auch gar nicht mehr alleine aufstehen konnten, um zur Essenverteilung zu gehen, so dass der Zustand dieser Menschen also auch sehr, sehr unterschiedlich gewesen ist. Hier auch die typische Häftlingskleidung, dieses Gestreifte, was wir kennen. Unsere Projektgruppe in Klütz hatte viel zu tun, um all unsere Eindrücke und Interviews der letzten Wochen zu verarbeiten. Wie sah es in den letzten Kriegstagen in Deutschland aus? Deutschland hatte den Krieg verloren und viel Leid über die anderen Völker gebracht. Nur in Berlin und Schleswig-Holstein hielten sich die letzten Reste der faschistischen Armee. Obgleich die Lage für sie völlig aussichtslos war, hetzten sie die Bevölkerung bis zur letzten Minute zum sinnlosen Widerstand auf. Die SS räumte die Konzentrationslager und trieben die Insassen rücksichtslos an die Ostseeküste. Gewaltige Märsche mussten die ausgehungerten Häftlinge in diesen Tagen zurücklegen. Wer entkräftet war und nicht weiter konnte, wurde bei diesen Todesmärschen erschossen oder erschlagen. Keiner sollte später mehr von den Gräueltaten der SS berichten können. In der Lübecker Bucht lagen seit Tagen einige Schiffe bereit, die als Konzentrationslager eingerichtet werden sollten. Unter ihnen auch der ehemalige Luxusdampfer Kappa Kona. Am 23. April 1945 kam ein endloser Zug mit völlig verhungerten und erschöpften Häftlingen aus dem Konzentrationslager Neuengamme in Lübeck an. Sie wurden dort auf den Frachtkahn Athen verladen. Draußen auf Rede lag die Kappa Kona. Dorthin brachte die Athen ihre Todesfracht, bis etwa 4.700 Menschen auf dem Schiff zusammengepfercht waren. Niemand von ihnen kannte den Geheimbefehl des obersten SS-Führers Himmler, kein Häftling lebendig in die Hände der Alliierten fallen zu lassen. Am 3. Mai befand sich eine englische Bomberstaffel im Anflug auf die Lübecker Bucht. Von den Häftlingen an Bord der Kappa Kona wussten sie nichts. Auch hatten die SS-Wachmannschaften das Hissen der weißen Flagge verboten. Sie flogen die Flugzeuge Angriff auf Angriff auf die dort liegenden Schiffe. Die Kappa Kona erhielt mehrere Volltreffer und brannte wie eine riesige Fackel. Entsetzliche Szenen spielten sich im Inneren des Schiffes ab. Alle drängten hinaus. Treppen brachen zusammen, brennende Decken stürzten hinab und begruben die Menschen unter sich. Es war unmöglich, die fast zerstörten Rettungsboote in das Wasser zu lassen. Inzwischen breitete sich das Feuer mit rasender Eile aus. Das gesamte Mittelschiff war ein riesiges Flammenmeer, aus dem nur die großen Schornsteine herausragten. Trotzdem flogen die Bomber ihre Angriffe weiter und warfen ihre todbringende Fracht auf das Schiff. Einige hundert Häftlinge drängten sich auf dem Vorderschiff zusammen. Auf einmal begann das riesige Schiff, sich auf die Seite zu neigen. Die Menschen auf dem Vorderdeck rutschten über die Planken ins Wasser und wurden Opfer des ungeheuren Sogs.
Tief unten im kalten Wasser kämpften Hunderte von entkräfteten Häftlingen mit den Wellen, aber die meisten waren zu schwach. Nur wenigen gelang es, sich an der Reling festzuhalten, andere hingen an der Ankerkette. Da das Wasser nicht sehr tief war, versank die Capacona nicht ganz, sondern legte sich auf dem Grund und ragte zur Hälfte aus dem Wasser. Einige Minensuchboote nahmen Kurs auf die brennende Capacona. Neue Hoffnung belebte die wenigen Häftlinge, denen es gelungen war, sich über Wasser zu halten. Doch nur die SS-Männer und Matrosen wurden aus dem Wasser gezogen. Einige Häftlinge glückte es, mehr tot als lebendig das Ufer zu erreichen. Als sich die Überlebenden an Land schleppten, rollten die ersten britischen Panzer in Neustadt ein. Die SS war plötzlich verschwunden. Die Überlebenden auf dem Schiff wurden am Abend mit Rettungsbooten an Land gebracht. Wenige Minuten später schwiegen die Waffen an allen Fronten. Über 7000 Menschen aus allen Teilen Europas fanden am 3. Mai den Tod in der Ostsee. Der Zweite Weltkrieg hat viel Leid über die Menschheit gebracht. Millionen unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns heute noch an diese furchtbaren Geschehnisse erinnern. Schüler unseres Projektes Zeitsprünge sprachen mit Zeitzeugen, die 1945 im Flüchtlingslager Questin bei Grevesmühlen lebten. Wie war es denn damals vor 70 Jahren in diesem Flüchtlingslager? Ja, wir kamen hier aus Winterpommern, wurden da vertrieben aus unserer Heimat und wurden dann auf Umwegen bis in das Lager. Und da waren wir, meine Schwester und ich und meine Eltern und eine Oma waren da auch mit im Lager. Und da waren wir von Dezember 45 bis April 46. Und in der Zeit starben unsere Mutter, unsere Oma. Unser Vater wurde krank, der kam ins Krankenhaus, ist da verstorben. Dann waren wir beide alleine, wir hatten Typhus und kamen ins Krankenhaus und kamen später vom Lager her zu einer Familie in Hohenkirchen und waren da bis August 46. Also Sie waren ja damals ein junges Mädchen. Was haben Sie denn da so gefühlt? Ja, man hat das gar nicht so richtig empfunden als Kind. Das war ja alles der lange Weg von zu Hause bis dahin. Und konnte nicht spielen, man hat irgendwie den Tag so rumgebracht. Kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Nicht? Die Umstände waren ja auch, wir waren in den Baracken, die waren ja in der Erde, wisst ihr sicher, nicht? Guckte nur das Dach raus und dann mit vielen Personen und lagen auf Strohlager. Und es war eben keine Kindheit. Ne? Wie waren denn die Versorgung und die Hygiene und sowas? Ja, mit der Hygiene war es sehr schlecht. Es gab kein fließend Wasser und keine Toiletten und nichts. Ich weiß gar nicht, wie wir uns beholfen haben mit Wäsche und Waschen und diese ganzen Dinge. Und eine Toilette war innerhalb des Lagers in einer Baracke, da mussten wir hingehen im Freien und mussten da eben. Und mit dem Essen, da gab es eine Großküche und da hatten wir dann ein kleines Gefäß und holten uns da. Meist gab es irgendwelchen Eintopf und wenn es hieß, es gibt Nachschlag und wir liefen hin, dann war schon wieder alle. Und dann gab es eine Zuteilung, bisschen Brot, Butter, bisschen Marmelade oder weiß ich nicht mehr, wie das war. Ne? Wir waren ja im Lager, nicht? In Questin mit Eltern und meiner Schwester und sind 5 Monate da gewesen im Lager. Und dann wurden wir zu einer Familie gebracht, als unsere Eltern nicht mehr lebten. Und da ist meine Schwester zur Schule gegangen. Und ich habe mitgearbeitet in der Gärtnerei. Herr Görner, erzählen Sie mal bitte etwas aus dem Lager vor Auschwitz. Ja, folgendes, ich bin am 3. Juli
1946 ins Lager gekommen, und zwar mit einem Transport vom Seelenland. Wir waren in Bad Schandau umgeladen worden, das sagte ich schon, vom Güterwagen, in Personenwagen, aber die Personenwagen, die kennst du nicht. Da war jedes Abteil hatte eine Tür gehabt. Und da waren immer zwei Familien drin. Also wir haben da auf Kisten und sind dann ausgeladen worden in Westin, sind in dieses Lager gekommen für uns. Für bestimmte Sudetendeutschen war das eine Erleichterung, weil wir waren ja ein Jahr in der Tschechoslowakei in Lagern, die von Partisanen bewacht wurden. Also da standen immer Personen mit Maschinenpistolen um uns rum. Und dann hier in Kvestin waren wir frei, ich sag das mal. Links waren dann noch die Sowjettruppen und rechts waren wir. Und wir haben da friedlich gelebt. Bloß das war natürlich auf der heutigen Darstellung sehr primitiv. Das waren ja keine Baracken, das waren ja Erdbehausungen. Es ist an der Zeit, die Geschehnisse beim Namen zu nennen. Das war nicht einfach noch eine Schiffskatastrophe. Das war ein Kriegsverbrechen. Das war Massenmord. Wir kommen hier und heute an Orten des Erinnerns und der Mahnung gegen die Unmenschlichkeit des NS-Regimes zusammen. Und wir blicken auf die Vergangenheit und empfinden schmerzhaft, dass die Toten für die Lebenden eine Verpflichtung sind. In Großschwansee entstanden seinerzeit ein Massengrab und eine Gedenkstätte für 407 Opfer, geschmückt mit einem schlichten Birkenkreuz. Ich freue mich, dass Sie alle heute dabei sind und die Radtour nutzen, um die Gedenkorte Grevesmühlen und Großschwansee miteinander zu verbinden. Diese Tour gibt es seit 2007 und es ist eine sehr bewegende Tour, weil man unwillkürlich an das Geschehene im Mai 1945 denkt. Erinnerung muss eine Zukunft haben. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Gedanken weiterhin verinnerlichen und verwirklichen. Der Förderkreis Capacona organisiert jedes Jahr verschiedene Gedenkveranstaltungen. Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass im Jahr 2006 die Grabstätte Großschwansee wieder eingerichtet wurde. Also der Tag ist eigentlich ein Tag der Erinnerung und aber auch der Mahnung, finde ich. Erinnerung an die vielen Opfer eines brutalen Krieges, aber auch die Mahnung an die politisch Verantwortlichen in dieser heutigen relativ instabilen Lage, alles zu tun, damit der Frieden erhalten bleibt.